Hallo zusammen, die meisten von uns haben ja gerade unfreiwillig etwas mehr Zeit als üblich. Darum habe ich mir gedacht, kann ich auch mal am Montag mit einer 18er Ranglistenserie um die Ecke kommen. Gespielt wurde diese Serie von mir gestern um 12 Uhr mittags, also high noon am Sonntag. Ich war dabei und es handelt sich um meine 30. Serie im März und damit werde ich die Qualifikation also voll haben. Ausgangssituation gar nicht übel. Ich hatte einen Schnitt von 580 Punkten ungefähr. Liegen auf 18 Spiele, das ist sehr ordentlich. Allerdings, einige andere Spiele hatten auch einen ordentlichen Schnitt vorgelegt. Ich brauche jetzt hier, um tatsächlich noch aufs Treppchen zu kommen unter die ersten drei, schon ein sehr ordentliches Ergebnis von 800 aufwärts und das ist natürlich nicht leicht zu holen. Da muss ich mich deswegen durchaus etwas ranhalten und hatte mir vorgenommen, ein wenig Gas zu geben. So, nun schauen wir aber mal los, wie es hier startet. Gerade ein kleiner Ausfall am Server, der muss mich wohl auch einen Tick weit abgelenkt haben, denn wir sehen hier ein Herz, meine Gegenkarte erstmal gar nicht gut. Trumpf steht auch ordentlich, deswegen fasse ich jetzt hier auch noch ein zweites Mal ins Karo rein, hoffe, dass nur einer gedrückt ist und das Ass noch nicht fällt. Soweit ist der Plan aufgegangen und jetzt wechselt der Spieler hier auf Kreuz und an diesem Stich ist natürlich zu erkennen, dass das Kreuz Ass wohl noch bei meinem Partner ist, Karo Ass sowieso, sehr wahrscheinlich ein Fünftrümpfer und hier an der Stelle muss ich jetzt den Zwischenzug Pik König spielen. Karo 10 verbietet sich natürlich, Kreuz 7 gewinnt auch für den Alleinspieler, Herz Lusche, was ich jetzt spiele, gewinnt auch, wie wir gleich sehen, Herz Lusche gewinnt nur, wenn der Kreuzbube bei meinem Partner ist, denn so habe ich dem Spieler hier die Gelegenheit gegeben, sich die Kreuz 10 noch frei zu spielen und jetzt auf diesen Stich die Pik Lusche abzuwerfen. Also Pik Lusche, Pik König oder Pik 10 hätte ich an der einen Stelle statt Trumpf Lusche bringen müssen. Aber da war ich wohl noch nicht ganz da. Da war ich noch einen Tick weit abgelenkt. Also das Ding hier geht schon mal auf meine Kappe. Jetzt ein eingepasstes. Ja gut, und nun muss man mal langsam aufwachen, wenn in dieser Serie was passieren soll. Und da haben wir das berühmt-berüchtigte Belohnungsspiel, eine sehr schöne Findung. Jetzt nur wieder die Frage. Man kann auch natürlich Herz Lusche und die andere Lusche drücken mit König 10 in einer Hand, aber letztlich ist der Schneider sehr wahrscheinlich, wenn Pik nicht zu dritt steht, denn dann wird es nur zwei Stiche in Herz geben und wenn die nicht komplett einseitig stehen oder jetzt auf den Buben abgeworfen wird, dann wird der Schneider auch so gelingen. Unabhängig, ob ich jetzt König 10 in der Hand habe und die Lusche im Keller oder König Lusche wie jetzt und die 10 im Keller. So, Pik Lusche Abwurf, das ist wie erhofft, denn dann kann ich direkt Herz rausspielen und ja, auch wenn Herz bei dieser 3-1-Verteilung im Zweifel direkt rausgenommen worden wäre, wäre der Schneider nicht zu verhindern. Also die erste Hausnummer hier für mich und damit würde ich sagen, bin ich dann auch in der Serie angekommen. Ah, und es scheint ein guter Start zu werden. Zumindest lachen mich mal die drei oberen Buben an. Gefährlich allerdings muss man sagen, zwei Reizungen. Mir fehlt noch ein bisschen die Beikarte und jetzt die Findung wieder der Klassiker zur Pik Lusche eine und zur Karo Dame eine genau zu meinen beiden Blenkerkarten. Das ist jetzt natürlich gerade gegen diese Reizung überhaupt kein schönes Spiel. Ich entschließe mich jetzt hier drei Augen zu drücken. Relativ treu doof nenne ich das mal, aber viel bessere Ideen habe ich auch nicht. Man kann natürlich auch 20 drücken, dann hast du die Beikarte voll mit Schrott. Also so war es schon mal gar nicht schlecht. Kann ich gleich den ersten stechen. Trumpf sitzt auch artig. Also soweit der Start in das Spiel ist geglückt. Jetzt muss ich gleich gucken, dass ich eben diese drei Abgabestiche, wenn möglich, unter 60 halte. Gut, ich denke mal nicht direkt die Kreuz 10, denn dann kann ich in Kreuz wieder eingespielt werden und muss mit Pik selbst antreten. Lieber erstmal nur den König. Ja, und dann wo ist der Plan danach mit der 10 vom Spiel zu gehen und dann gucken, dass ich die Pik günstig loswerde. Aber was haben wir denn hier? Kreuz sitzt komplett einseitig, 5 zu 0 oder 4 zu 0. Ich weiß gar nicht, ob da eben schon eine abgeworfen wurde. Ich glaube nicht. Da bin ich natürlich gut dabei weggekommen, dass direkt gewimmelt wurde, dass nur 26 gefallen sind, denn so sind es 33 und 24, 57. Das heißt, ich gewinne hier ganz knapp mit 63. Also wenn Honda ein bisschen Geduld gehabt hätte, nicht sofort auf den König geschmiert hätte, dann wäre es mir nicht so gut ergangen.
Dann hätte ich wahrscheinlich nicht die Kreuzzehen fortgesetzt, sondern Pik Lusche, aber ich glaube, dass das Spiel dann trotzdem auf Tod steht. Also einmal mehr wieder Glück gehabt und jetzt erstmal den Ball flach halten und gucken, wie es weitergeht. So, Pik ist Trumpf, am Anfang natürlich immer rauf und jetzt bin ich am Überlegen. Hat mein Partner blank gespielt? Möglich und wahrscheinlich. Ist dann die Kreuz 10 in der Hand oder ist die vielleicht gedrückt? Also sollte ich jetzt mit 2 Trumpf vielleicht besser die Farbe wechseln, wenn der Alleinspieler noch 10 Dame in der Hand hat und ich spiele den König nach, dann ist das natürlich nur günstig für den Alleinspieler. Aber andererseits, manchmal hat er die 10 ja auch im Keller. Vielleicht hat mein Partner auch aus dem Drilling ausgespielt. Also ich habe mich jetzt entschieden, doch Kreuz weiterzuspielen und das war, wie wir hier sehen, eine gute Entscheidung, denn Kreuz 10 ist offenbar gedrückt. Damit ist das natürlich ein für uns sehr günstiger Stich und ich habe mit der Kreuz 9 auch noch eine Karte, die ich später nachbringen kann. Jetzt wechsle ich aber erstmal hier die Farbe, um meinem Partner, wenn es geht, einen vollen freizuspielen, damit der jetzt nach einem möglichen Überstich oder Abwurf weiß, was er zu tun hat und kein schweres Nachspiel hat. Aber das war dann alles egal, denn die Kreuz 10 war deswegen gedrückt, weil es so ein starkes Spiel war. Das heißt, der Spieler konnte sich das leisten und für uns war auch mehr als schneiderfrei nicht drin. Ja, bin ich erstmal auf der Ersatzbank. Der Skat wird sofort zur Seite geschoben. Das ruft natürlich nach einem Grand Hand. Das schreit ja geradezu danach. So, Karo König, ich sag mal so, eine der stärksten Angriffskarten, die ich denn so habe. Vielleicht habe ich gedacht, könnte mein Partner ja Karo stechen und das Ass beim Alleinspieler absolut unwahrscheinlich, aber woanders kann ich gar keinen Druck aufbauen. Gut. Beim Grand Hand erwarten wir sowieso nicht, dass sehr viel geht, wenn der ohne Not gespielt wird. Und so ist es auch. Wir können hier nur gerade aus dem Schneider kommen. 32, mehr war nicht drin. So, siebtes Spiel. Und ich hätte schon Lust, es würde mich schon jucken, mit 5 Vollen ein wenig zu reizen. Gleichwohl, wir haben schon 2 Reizungen am Tisch, 2 kleine Reizungen und das deutet auf lange, ungleichmäßig verteilte Farben hin und das ist natürlich gar keine gute Ausgangssituation für so ein Spiel ohne 4. Deswegen habe ich das lieber gleich weggelassen. Das Risiko steht nicht im richtigen Verhältnis. Herz nehmen wir raus und jetzt nehme ich hier nur die 9. Erstens, damit mein Partner günstig rankommt und zweitens, damit ich jetzt noch eine schöne Überstichkarte habe. Das günstig rankommen kam nicht zu Trage. Herz Bube, das heißt, Honda wäre sowieso rübergekommen, aber ich bin hier tatsächlich mit der Kreuz 10 jetzt noch mal zum Überstich gekommen und als Trumpf kurzer Mann mit nur 2 Trümpfen ist das natürlich immer gut für mich oder für uns und ungünstig für den Alleinspieler. So, und mit Pik logischerweise auch die Stechfarbe hier gefunden. Das war keine große Überraschung. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Also je nach Trumpfanzahl bei 2 Herz dabei hat Silbi natürlich noch ein wenig Karo in der Hand. Und dass die jetzt auf den Tisch kommen, war auch keine große Überraschung. Jetzt ist der Trumpf Abzug und damit würde ich sagen, ist Feierabend für Sibi. Das Spiel war ganz schwach, 31 Augen, also das hat sich nicht günstig entwickelt, wo die Trümpfe schlecht standen und ich zum Überstich kam. So, und jetzt habe ich hier einmal 20 gehalten. Ich muss ja ein bisschen was tun. Ass 10, Ass dabei, es sollte ein Pik werden. Und es ist auch nach dieser miesen Findung immer noch ein Pik. Allerdings hätte ich natürlich gerne den fünften Trumpf gefunden, muss man sagen. Trotz alledem nicht viel andere Varianten. Und jetzt hoffe ich natürlich aufgrund der 20er Reizung, dass Herz auch auf den Tisch kommt. Die Chance ist gar nicht so schlecht. Und dass ich hier nur 4 Trumpf habe, das wissen die Gegner ja nicht. Wenn ich Herz ein zweites Mal stechen darf, dann kommt auf jeden Fall ein Voller. So, das ist ja schon mal gut. Herz kommt raus, 17 Augen, also nichts anmerken lassen, einfach Trumpf rausspielen. Und wie gesagt, wenn nochmal Herz auf den Tisch kommt, dann muss da entweder ein Voller fallen oder einer hat alle Herzen und es fällt der Volle.
Ja, und dass ich eben 2 gedrückt habe, ist vielleicht ja auch nicht so leicht zu ahnen. Vielleicht hat Sibi es hier auch nicht so pfiffig gespielt, wie auch immer. Jetzt schnell über die Dörfer. So, hier mit der Dame habe ich schon 50. Eigentlich muss ich jetzt wechseln, direkt das Karo Ass ziehen. War hier auch ein bisschen schnell und unbedarft unterwegs. Hatte die Dame ja gar nicht so richtig registriert, beziehungsweise zu schnell geklickt. Hätte hier nochmal ins Auge gehen können. Andererseits sah das alles auch schon so aus, als ob das eine ganz gleichmäßige Verteilung ist. Karo 10 hier sogar auch noch blank. Also mit anderen Worten, Honda hatte 5 Trumpf dagegen. Der hatte jetzt nur noch Trumpf. Das erspare ich ihm aber, die jetzt alle zu zeigen. Da gebe ich dann direkt auf und habe lockere 85 Augen bekommen. So, hier fast die gleiche Situation. Wieder ein paar volle, wieder ein roter Bube und wieder halte ich 20. So, und jetzt gucken wir mal. Und das ist doch nicht zu fassen. Karo 9 und Pik 8. Ich habe ein Déjà-vu. Das ist genau die gleiche Farblängenverteilung wie eben. 2 Herz im Keller, auch das wie eben. Auch wieder ein 4-Trümpfer. Ohne Buben. Also natürlich wieder ein Risiko, aber was bleibt mir hier anderes übrig? Ich nehme dann auch gleich das teurere Spiel, wenn schon, denn schon. In Peak kann ich in der Beikarte wenigstens noch ein Bild schnappen. So, und wieder die 20er Reizung und Sibi trifft wieder Herz und komm, tu's noch einmal, tu's noch einmal, tu's für mich. Ja, da kommt wieder Herz und wieder fällt der volle hinten und jetzt kann ich über die Dörfer gehen. Sitzt es wieder so gleichmäßig wie eben? Das ist hier die Frage. Da kommt die Dame und damit bin ich jetzt auf 46. Das heißt, Karo Doppelläufer langt mir sowieso, aber der kommt nicht. Jetzt brauche ich also den Pik König. So, Honda zieht hier einmal Trumpf, wo gar nichts mehr zu holen ist. Okay, wenn sie es jetzt schaffen, Pik 9 Dame Übergabe zu spielen, dann bin ich tatsächlich noch am Arsch, aber das passiert nicht. So, ich könnte hier jetzt sicher auch noch mal tauchen, denn Honda muss ja noch einen weiteren Pik haben, aber das schenke ich mir, denn 61 langt und 61 sieht auch so schön aus. Da nehmen wir also diese Punkte mit. So, das hat ja hingehauen. Zweimal hintereinander so ein 4-Trümpfer gegen starke Trümpfe gewonnen, weil ich eben jedes Mal 2 Trümpfe verstechen konnte, durfte. Und Honda, ja, der macht's richtig, der spielt hier am liebsten Grand Hand. Es sei ihm gegönnt. Ich stelle mir vor, dass das eben ein wenig frustrierend war. 5 Trumpf hat er, glaube ich, wirklich zweimal dagegen gehabt, aber der Partner hat immer so gespielt, dass er ihm das alles gar nichts genützt hat. So, nun müssen wir hier kämpfen, dass wir aus dem Schneider kommen, habe ich so das Gefühl. Nee, Pik König langt noch nicht und wir hoffen, dass die 10 nicht im Skat liegt. Aber sie liegt im Skat. Ja, damit Rest beim Alleinspieler, dann sind wir immer Schneider. Meine Karte hoffnungslos, aber es macht natürlich Hoffnung, dass da richtig schön gereizt wird. Das heißt, die Karte ist wahrscheinlich nicht einseitig verteilt, sondern beide haben ein bisschen was abbekommen. Also mal schauen, vielleicht geht ja dann sogar was. Gut, die Jungs sind verteilt, damit sinken natürlich unsere Chancen. Ah, Sibi, 2 Buben und 5 Makaro, also mit anderen Worten, auch hier wird es für uns nicht mehr um den Sieg gehen, sondern dann als nächstes aus dem Schneider zu kommen. 3 unbekannte Karten noch bei Sibi. Und wenn sie da natürlich noch ein Ass dabei hat oder 2, dann geht es hier vielleicht sogar um Schneider Schwarz. Das wissen wir aber noch nicht, das wird sich gleich zeigen. Gut, ich kann hier sowieso nur Herz halten. Ja, und die Chance hier zu schmieren, die nutze ich natürlich, denn es stand jetzt sowieso nicht mehr so, dass wir noch rauskommen konnten. So, ich habe hier mal 18 gehalten, wobei man das natürlich auch schon zweifelhaft finden kann, wo ich in Karo zwar 5 Trümpfe habe, aber 0 Kontrolle, kein Trumpf vollen und auch die 3 oberen Buben fehlen. Gut, 2 Asse an der Seite und die Vorhandposition,
das hat mich motiviert, hier einmal 18 zu halten. Kann ja sein, dass Mittelhand auch nur angereizt hat, aber bei 20 sollte ich es dann lieber sein lassen. Und Honda darf das Spiel vortragen. So, interessant, dass ich hier mit dem Trumpf Ass einen Stich mache. Gar nicht so schlecht, dann kann ich von hier wieder Karo öffnen. So, und wenn wir hier auf Sieg spielen, dann darf er eben nicht die 4 Pik dabei haben, dann sollte er, wenn es geht, noch die Kreuz 10 zu dritt haben oder ein Pik und Kreuz 10 bestellt. Das habe ich mir auch schon fast gedacht, nützt aber nichts. Dann sind wir eben wieder Schneider, an einen Sieg war gar nicht zu denken. So, wir nähern uns dem Finish und deswegen gebe ich jetzt hier auch noch mal ein wenig mehr Gas. Ja, zugegeben, viel besser als das Ding eben sieht es auch nicht aus. Immerhin habe ich hier bei dem Spiel den Kreuzbuben und die 5 Trümpfe sowie zwei bestellte Zehner im Blatt. Also ja, jetzt brauche ich schon noch eine Ergänzung, wo ich das Ding tatsächlich kriege. Und dann so ein Scheiß, Herz, Dame, Karo, Dame. Dann kann man sagen, ja, das war doch klar, wo noch einer mitreizt. Aber nein, man kann auch trotz Gegenreizung etwas günstiger finden. Ja, jetzt bin ich hier wirklich am Überlegen, wie dieses Spiel zu gewinnen ist. Ist es überhaupt zu gewinnen? Ich habe es jetzt relativ treu wieder gedrückt, also Herz-Dame wieder weg und dann die Karo 10. Ja, muss jetzt sehr glücklich laufen, sagen wir es mal so. Aber es ist tatsächlich natürlich kein ganz leichtes Spiel rauszukriegen. Ja, und hier wäre natürlich die zweite Idee auch noch zu tragen gekommen, Pik Lusche drücken und Herz Dame die 10 blank stellen, das hätte schon mal hingehauen. Aber nichtsdestotrotz, auch so habe ich mit 13 im Keller und diesen 14 schon mal 27 Augen. Das war ja trotzdem nicht der schlechteste Stich. So, jetzt denke ich mir, vielleicht kann ich in Trumpf was Volles angeln, starte mal gar nicht mit Trumpf, vielleicht kann ich in Herz noch was stechen. 38 Augen und schieb einfach wieder Pik raus und dann lassen wir die anderen mal antreten. So, da könnten wir doch schon mal den Trumpf König mitnehmen. Jetzt sind wir schon bei 45. Gut, das langt noch nicht. Zwei Stiche sollten wir schon noch irgendwie machen. Da, Karo Dame ist hochgespielt, also jetzt schnell noch mal Herz stechen und die Herz 10 geangelt auf 55. Ich glaube, jetzt sind wir doch schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Denn den Herzkönig, der wird jetzt einfach festgehalten, 61, Karo Bube 63. Manchmal ergibt es sich dann doch so einfach, der Steuermann, der Kreuzbube, ist eben eine sehr wichtige Karte, mit denen man am Ende ein paar Augen festhalten kann. Angereizt ja, aber danach auch schnell wieder einen Rückzieher gemacht. Bei 23 dürfte der natürlich mit 2 sein. Wenn ich jetzt Karo Bube sehe, dann kann ich den Herzbuben gleichlegen. Ansonsten muss ich das Trumpf Ass wohl aufgeben. Das ahne ich schon, dass das hier nichts wird mit meinem Trumpf Ass. Honda zögert noch, gibt mir hier ein wenig Hoffnung. Was macht Honda da? Der ist gerade wieder einen Kaffee trinken gegangen. Na, da kommt sie doch, die Lusche. Na gut, ich habe es mir gedacht, dann ist mein Trumpf Ass der Sibi fetten Beute. Und da sehen wir ein 7-Trumpf-Spiel. Eieiei, dann können wir eigentlich nur sowas wie mit Herz 10 bestellt bei Sibi und einer Pik Lusche oder sowas in der Art, da können wir mal drauf rechnen. Wenn jetzt Kreuz voller kommt, kann ich Pik Ass 10? Nee, es kommt aber Herz 10. Gut, alles klar, dann können wir den vollen ziehen. Sieht allerdings dann ehrlich gesagt nicht so aus, als ob wir da was machen können. So, 12, 23, ja, ich denke, selbst gegen die bestellte Pik 10 können wir nichts mehr gewinnen, war gerade am Überlegen, aber da macht Sibi es mir schon leicht, eine geschlossene Beikarte mit Kreuz Ass 10, also Feierabend.
Wie sieht es denn eigentlich aus? Honda auch 5 zu 0. Honda 5 zu 0, ich 5 zu 0. Ja, und nun wird er den Abstand vergrößern oder wird Sibi ein weiteres Spiel machen? Tja, kann ich mich schön zurücklehnen und mir das Elend anschauen. Für 35 geht der Zuschlag an Sibi. Das ist ja doch jetzt eine überraschende Reizhöhe und dann auch noch pikant. Also Honda hat da vielleicht den kleinen Hebel angesetzt, ein wenig über den Pik rüber geholfen. Gut, macht mir das Ausspiel auch nicht unbedingt leichter. Ich finde, das ist jetzt wirklich eine schwere Ausspielsituation. Ich habe mich jetzt letztlich entschlossen, das Kreuz Ass auf den Tisch zu bringen, weil ich einfach natürlich weder in Herz noch in Karo starten möchte. Und der läuft schon mal. So weit, so gut. Dann haben wir hier, denke ich, eine Farbe, die ich auch gut weiterbringen kann. Also eigentlich ganz passend getroffen. 21, jetzt 28. Auch wenn da ein Abwurf drin war. Herz ist die Stechfarbe. So, und nun wird sich natürlich zeigen, ob Honda gut besattelt ist oder ob jetzt schon Feierabend ist. Nee, das war es schon. Das dürfte schon gewesen sein. Ich mache jedenfalls hier keinen Stich mehr. Doch vielleicht mit der Karo 7, mit der Karo 9, falls zwei Karos liegen. Ja, es liegt die Karo Lusche, aber eben nicht die Dame. Also, ach nee, die Karo Lusche war auch abgeworfen. Ich konnte den Stich nicht machen. So, nächster Vorfall, Spiel 16, die letzten drei Spiele. Und das muss es doch für mich nochmal sein. Das ist eine Karte, die ich auf jeden Fall bis Grand reizen werde. Drei Buben, Viererlänge Pik mit Ass und 14 zu drücken. Das muss gehen. Komme da, was wolle, egal was wir da für Gegenreizung haben, das Spiel geht mir nicht vom Tisch. Aber nein, es ist ja auch wirklich heute schlapp im Skat. Habe ich hier schon einmal heute gut gefunden. Okay, also 14 runter, alle Augen drücken, die möglich sind, und jetzt gucken, dass wir diese vier Stiche, die ich wahrscheinlich abgeben muss, günstig loswerden. Wird wahrscheinlich eine knappe Kiste, wenn Pik 10 zu dritt steht, dann wird es vielleicht sogar verloren. Aber hier, was haben wir denn da? Sieg im Aufschlagstich. Pik 10 blank kommt auch gleich an Bord und schon habe ich das Spiel gewonnen. Denn einen Vollen habe ich ja noch gedrückt und jetzt gibt es nur drei Luschen in der Abgabe mit fünf Vollen, die unterwegs sind. Mit anderen Worten, Sieg für die Gegner gar nicht mehr möglich. So schnell kann es gehen. So, ist denn für mich ein Schneider drin? Hab gehofft natürlich, dass Kreuz geschnippelt wird. Das ist nicht der Fall. 15, 26. Okay, also wenn Schneider, dann nur, weil die anderen jetzt falsch abschmeißen. Das können wir ja nochmal drauf ankommen lassen. Oh, und guck mal, Honda wirft die ganzen Karos weg. Ich glaube, der hält die Herz 10 bestellt. Ja, er hält die Herz 10 bestellt. Er hat nicht richtig durchgezählt und dann macht die Karo Lusche den Stich. Und ich gewinne das Ding plötzlich unverhofft Schneider. Also du willst so ein Ding erstmal nur gewinnen und dann schaffst du es plötzlich Schneider. Das ist natürlich ein warmer Regen, der da auf mich niedergeht. Und das konnte ich gerade gut gebrauchen, denn damit habe ich ein Ergebnis über 600, habe meinen Schnitt auf jeden Fall bestätigt und werde also, denke ich mal, hier unter den ersten 10 in der monatlichen 18er-Rangliste landen. Jetzt hat Honda nochmal die Sibi in den Karo Hand getrieben. Bin ich ja mal gespannt, ob da vielleicht nochmal 40 Punkte zu schnappen sind. 10, 14. Aha. Das ist ja auch ungewöhnlich. 38, dass Sibi da nicht mit dem Pik König geschnippelt hat. Gut für uns. So, und jetzt muss ich natürlich mal überlegen, ob ich hier mitnehme auf 47. Oder ob ich noch mal auf eine Schmierung auf Trumpf warte. 47, ja, und wie dann weiter? Ich denke, ich schmeiße hier noch mal ab
Und das sieht aus, als wäre das auch richtig gewesen, beziehungsweise ehrlich gesagt sieht es ein bisschen aus, als wäre es egal. Wenn Herz Ass nicht gerade im Skat liegt, dann kommen wir auf jeden Fall hin. Dann ist die Beikarte auch nicht stark genug für Sibi, dass sie dieses Spiel gewinnen kann. Pik Ass König und Herz Lusche Dame oder so. Also ich glaube, da muss sie auf jeden Fall mit Pik König in den Schnitt gehen, dann hätte sie wohl gewonnen. So gab es einen auf die Rübe. Letzter Auftritt. Für Pass, Pass würde ich ja glatt noch mal das Glück probieren, aber wo es schon 18 geboten werden, lehne ich mich jetzt zurück und sage, alles klar, das war es. Jetzt schauen wir noch ein letztes Mal, was im Gegenspiel geht. Ja, und ich denke erstmal hier so mit 4 Trumpf sollst du schon wieder blank ausspielen. Man kann doch auch mal Kreuz Lushit greifen, aber dann denke ich mir wieder, nee, es ist egal, wie viel Trumpf du hast, auf den langen Weg fast immer gut blank zu spielen, weil du vor allen Dingen auch in den anderen Farben genauso viel kaputt machen kannst. Wenn ich jetzt Kreuz ausspiele und Sibi kommt da in Schnitt mit Ass König oder mein Partner hat Kreuz Ass, ist genauso scheiße, also sage ich mir, ich teste es hier mal mit dem blanken Karo. So, interessant, dass da die Trumpflusche kommt und mein Partner den Karo Buben hat. Also ich denke fast, den Herzbuben müsste er auch noch haben, sonst hätte Sibi wohl eher einen Buben gespielt oder die Trumpfdame, wenn sie 6 Trumpf hat. So, und da haben wir mit Karo schon das blanke Ass getroffen. So, und wenn es jetzt wirklich die 5 Trumpfe sind, die ich aufgrund des ersten Trumpfzugs schon vermute, dann müsste mein Partner noch den Herz Buben haben und dann hat Sibi sich das Karo Ass wohl blank gedrückt, dann wird sie noch ein anderes blankes Ass vermutlich haben und ein Ass zu dritt. Das ist meine Arbeitshypothese in diesem Moment. Und weil ich natürlich nicht weiß, welches Ass blank steht und welches zu dritt, spiele ich einfach auf Trumpf das Spiel wieder rüber und damit kann wieder Karo kommen und damit wird es für Sibi jetzt ein bisschen brenzlig. So, und sie wirft ab. Und da denke ik, haben wir es doch gefunden. Pik Ass noch blank dabei und Kreuz Ass König oder Ass Dame. Und deswegen werde ich jetzt natürlich die Kreuz 10 noch behalten und bringe die Pik 10 hinein. So, und jetzt müsste mein Partner, nein, 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 er muss Kreuz öffnen. Er muss mir doch die 10 freispielen. Meinetwegen kann er auch Karo 10 spielen, dann kann ich überstechen und danach Pik Lusche rausspielen. Aber er darf doch jetzt nicht Pik spielen, wo ich Pik selber gewimmelt habe. Jetzt stehen wir da um die 50 rum und ich muss hier selber anwackeln. Ja, ich habe es genau korrekt analysiert, aber das hat uns hier nichts geholfen, denn mein Partner hat nicht mitgespielt und damit gewinnt Sibi hier dieses Spiel noch mit 64 Augen. Ist gar nicht so, dass ich ihr das nicht gönne, aber es ist immer schön, wenn eine Überlegung und ein Plan und eine Analyse aufgeht und dann auch so umgesetzt wird. So gesehen war ich jetzt hier ein bisschen maulig noch mal kurz, dass ich diese 40 Punkte nicht dazu bekommen habe. Letztlich trotzdem eine schöne Liste, ein schönes Ergebnis. Und dann gucken wir jetzt noch einmal kurz, wie es ausgegangen ist. So, wir gehen auf skatinsel.de und dann auf Ranglisten, 18er Rangliste, und da haben wir das Ergebnis. Also in diesem Monat, der natürlich noch ein wenig läuft, es ist also hier erst ein Zwischenstand, können wir aber trotzdem schon relativ sicher gratulieren, Canale Grande, der hat also mit über 19.000 Punkten ein Riesenergebnis hier rausgehauen, 641er Schnitt auf die Distanz, fast übermenschlich. Auch die folgenden haben also sehr gute Ergebnisse gespielt. Silo, Ivo Knoflicek, Nihum, Nantino. Und da komme ich dann an der 6 mit einem Schnitt von 583, also 17.490. Das ist auch relativ gut, bin ich mit zufrieden. Insbesondere da ich zwischendrin eine kleine Schwächephase eingebaut habe, kann sich das schon sehen lassen. Also sehr wahrscheinlich werde ich am Ende des Monats mit 77 Euro belohnt werden, wobei ich natürlich auch 20 Beetspiele gemacht habe, also ein Zehner hat mich das auch gekostet und natürlich ganz viel Blut, Schweiß und Tränen, die man beim Skat eben so vergießt. Wir können ja nochmal gucken, wie sich das ansonsten entwickelt hat. Von der Teilnehmerzahl jetzt schon 207 Teilnehmer, also gut möglich, dass wir am Ende noch auf 210, 220 kommen. Ein sehr schönes Turnier. Und letzte Anmerkung, im nächsten Monat, im April, wird es eine weitere
18er Rangliste um 22.30 Uhr geben. Die folgende verschiebt sich auf 23.15 Uhr. Damit sollte es leichter möglich sein, diese 30 Serien voll zu bekommen, auch wenn man etwa berufstätig ist und einem dann 23 Uhr zu spät war. Das soll es für heute von mir gewesen sein. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich wünsche euch noch einen schönen Tag mit, wie immer, Good Blood.